Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. In diesem Video möchte ich aufgrund von erhöhter Nachfrage zeigen, wie die neuen REST-Interfaces von der ere.health-Lösung funktionieren. Und zwar, wir haben ein JavaScript jetzt mitgeliefert, das heißt create-e-prescription.js. Und in diesem JavaScript werden vier Dinge ausgeführt. Und zwar, es wird zuerst ein Task angelegt über unser System. Dann wird das Prescription-Bundle signiert. Und dann wird das entsprechende Prescription-Bundle an den Task angehangen. Und am Ende wird nochmal das PDF erzeugt. Die Besonderheit hier ist, dass unser System automatisiert sich die entsprechenden Access Codes vom Identity Provider holt und auch die V, also die vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, implementiert. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich mal in der Ablaufumgebung. Es gibt hier einen Testcase, der heißt JavaScript Test. Und was dieser Test macht, ist, der verwendet die interne Scripting Engine, die beim JDK 11 noch mitgeliefert ist. Das ist aktuell Nashorn. In den neueren Versionen sollte man dann GraalVM verwenden. Und hier sehe ich das Skript, was ich verwenden sollte. Das ist hier. Und wenn ich hier einfach mal jetzt ich mache mal auch nochmal das System auf. Und zwar, wenn ich hier bin, dann muss ich den Server mit Quarkus.dev starten. Und die zeige ich jetzt mal beide nebeneinander, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Genau, also hier wird jetzt unsere ERPS-Ablösung hochgefahren. Könnte ich jetzt auch nebenbei debuggen. Der Debugger läuft auf Port 5005. Genau, jetzt geht der Watch-Folder hochgefahren. Jetzt läuft's. Und wenn ich jetzt hier in dem Testcase, also in diesem Testcase, auf Run-Test drücke, da wird ein Unit-Test ausgeführt. Der Unit-Test lädt das entsprechende JavaScript. Und hier sehe ich so jetzt, was passiert. Also es wird zuerst ein Post auf den Workflow-Task gesetzt. Dann holt sich unser Server vom IDP den Token, hat er jetzt schon gemacht. Jetzt wurde gerade eine Signatur abgefragt, das wurde auch gemacht. Und jetzt sind wir schon dabei, das PDF auszustellen. Das ist auch schon fertig. Und jetzt sieht man auch, dass das insgesamt funktioniert hat. Also ich habe jetzt ein PDF bekommen. Das war die gesamte Erstellung von einem E-Rezept gegen Titus. Und das kann ich jetzt auch noch mal zeigen. Hier in Target wurde hier das E-Rezept erstellt. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich das entsprechende erstellte E-Rezept. Und das ist das normale REST-Interface, was man bei unserer ERPS-Ablösung so direkt verwenden kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.